Meinst du, wir sind hier richtig? Da oben ging es ja auch lang. Ja, ich glaube, das hier ist nur so ein Seitending, oder nicht? Oh, da geht's noch weiter. Gehen wir mal hoch. Gold ist meist eine Falle. Okay, das ist eine Doppeltür wahrscheinlich. Jupp, okay, umdrehen. Squeezy. Schön haben sie es gemacht, hier mit den Kerzen. Na? Ich könnte mal wieder auf so eine Totenbotschaft. Oh, hier geht's schon mal runter. Bist du zur Seite gegangen hier? Ich bin hier bei dir. Dann gehen wir zuerst mal hier. Fucking dunkel. Du hast wenigstens noch einen brennenden Pfeil. Noch, sorry, noch. Da oben ist da was. Wie kommen wir da hin? Da kommen wir wohl nur hier durch hin. Wenigstens brennen hier ein paar Kerzen. Oh, das wird doch wieder ein Rätsel. Meinst du, das ist der dritte? Die Gruft sieht bekannt aus. Oh, ich scheinbar. Denn es sind drei an der Zahl. Um das Rätsel zu lösen. Oh, was ist denn jetzt hier los? Aha. Da haben wir eine Chance, unsere Finanzen aufzubessern. Und sowas denken die hier. Falls wir einen Weg runterfinden. Ist ein Söldner. Guck mal, Scooby. Vielleicht mit Feuer. Habe kein Feuer. Die Kerzen brennen ja alle nicht. Warum geht's bei dir? Du musst auf diese Platte hier gehen. Oh, Moment, ich hole mir erst ein Feuerfeuer. Glaubst du, dass da irgendwas Schreckliches passiert? Warte, ich lege mein schweres Schild auf die andere. Na gut. Okay. Jetzt müssen wir zurück auf beide tot. Hier geht's runter. Geht's gut. Ja, Banks, cool. Hier können ja wohl unmöglich jetzt irgendwelche von diesen Valgardings sein. Aber also. Skelette. Hier ist irgendein Schatten an mir vorbeigegangen, ich weiß ja. Ich hoffe, es war ein Grafikbug. Hier liegt der zwei Brüder. Wacht über den Preis mit dem anderen wieder. Feier ist die Lösung. Dude, ich hab. Versuch's mit Feuer! Okay, wir müssen irgendwas finden. Zu viel steht fest. Haben wir einen interessanten Approach gefunden? Oh Gott, das geht ja hier. Ich trau meinen Augen nicht, Kaidok. Das ist ja riesig. Tja. Zu riesig, um so leer zu sein. True. True. Wer baut denn sowas? Fuck, ey. Das die unter Toten der Stadt? Du meinst, die Toten leben wieder? Die Lebenden töten wieder. Oh. Wie metaphorisch. Weißt du, diese Lichtszenerie macht sich alles nicht besser. Wenn jetzt ein Skelett direkt vor mir steht, ich würde es nicht sehen. Ich sehe das Skelett. Ich habe schwer verwundet. Diese Leichen zusammengebunden, frage ich mich. Zumindest scheinen sie nicht gegessen zu haben. Das stimmt, da hat er recht. Oh Gott, ich habe auch hier was gesehen. Oh, du hast eine Falle ausgelöst. Surprise, surprise.
Oh Gott. Mach das war ich. Mach mir nicht die Angst, Scooby. Lass die Angst nicht in dein Herz. Oder du hattest Angst. Natürlich habe ich Angst. Ich bin eine Frau, ich darf Angst haben. Angst? Ich will einfach so reagieren wie in der Realität auch. Hab keine Angst. I'm from the military. Scheiße, habe ich Angst, du weißt. Wasser? Wasser? Okay, Scooby, hinter der Tür ist Wasser. Kusche. In der Realität hätte ich jetzt einen Pfeil in der Fresse. Da könnte der Geist auf dir verlassen. Bei sowas versteht Kusche echt kein Spaß. Das ist auch nicht zum Spaßen, Scooby. Ich frage mich, was dieses Rätsel eigentlich am Ende auf sich hat. Mit den drei Typen. Weil jedes davon war nicht crucial, um weiterzukommen. Ja, das gibt bestimmt awesome extra. Ich habe eine Kurbel gefunden, das gebe ich Kurbel. Der ist ein schwaches Skelett aus. Nein, ich werde nur immer stärker im Nahkampf, you guys. Oh, guck mal. Der Cheng fällt erst in den Raum, ne? Ah, Schwieger. Hate those guys. Nicht schlecht, ne? Nicht schlecht. Touché, Scooby. Touché. Schkurbe. Okay. Oh. Hier, da kommt was raus. Oh, guck mal, hast du gesehen? Da kommt jetzt nichts mehr raus. Was war das? Hey, ich weiß nicht. Hey, das für das Guck, Wasser. Da kommt was. Kusche, benutzt, komm zu dieser Position. Ich schwöre dir, da kommt gleich so ein rotes Vieh. Wow. Ich gucke, ob es nicht von hier schon kommt. Gut. Es kommt von links. Ich schwöre es dir. Er kommt. Ist es der Sensenmann? Friedhelm Sense. Friedhelm Sense von der Leyen. Von Heidegger Winsker. Recherchiert und nachgefragt. Oh, da ist er offen. Einfacher Kandidat. So ein Noob-Skelett. So, jetzt kann man wahrscheinlich die Tür öffnen. Städtebäcker. Das ist nicht die Tür. Oh ja, psch. Ein Feuermädchen. Du suchst doch nur nach einem Grund. Ich hab einen Plan, Gut, der will ja wohl nichts Schlimmes. Zünde es mit dem Brandpfeil an. Guck mal, die Tür ist auf. Wie konnte denn das jetzt durch. Na, aber der war. Ne? Scooby, Schenk, es ist glaub, ein Rätsel gewesen. Guck. Die meisten hätten das Hälfte gar nicht gelöst. Ja. Oder ist es dunkel? Was für eine lange alternative Skelett-Ziehen. Quest rein. Oh, ein Turmkorb. Nice, den brauchen wir. Ich habe schon mal gesehen, wo man den einsetzen muss. Komm mit. Meinst du da, wo du mit Brandpfeilen drauf geballert hast? Wie eine Verrückte? Nee, wo Wasser hinter der Tür angeblich sei. Ja. Aber ich glaube das nicht. Warte, die Musik hat sich ganz leicht verändert. Ach, hier wird schon niemand kommen. Guck mal, hier ist das Tor. Scooby, mach bereit für den Super Encounter. Mhm. Oh, oh. Oder geh von der Tür weg, Na, ich wollte nur Panik machen. Muss ich bestimmt das öffnen? Und schon was Schlimmes?
Ah, da ist ja Kristall, den wir brauchen, um das super schwere Rätsel zu lösen. Epics! Eine Blume. Das einzige Leben, das wir hier unten gesehen haben. Anwesende ausgenommen. Sollen wir sie nehme ich mit. Zu dem Kopf bringen? Das ist eine Blume? Sieh. Das ist eine Blume, Bruder. Das ist jetzt nur ein Epic. Wir müssen uns entscheiden, Bruder. Sind deine Waffen super gut? Nö. Nee. Ich mach einen guten Base Damage, aber keine Aufladung. Meine auch nicht. Das ist ein Test. Ja. Wahrscheinlich darf keiner eine Waffe nehmen. Oh, da mach ich nicht lächerlich. It's a video game. So wie wir würfeln. Gott, wir schießen einfach so ungefähr gleichzeitig drauf. Hast du da was drunter oder sind das Tattoos, die sie wären? Da, da. Ich habe natürlich nichts drunter, ich bin eine Frau. Mhm. Und dann nie was drunter, you guys. Okay, das ist gut. Auf drei. Warte, das ist so ein Test. Ich kann das ja beeinflussen und du auch ein bisschen. Und ja. Wir können es beide dem Leck in die Schuhe schieben, so funktioniert das nicht. Das wäre schön. Wettrennen machen können wir auch nicht. Vanessa, du bist ein neutraler Beurteiler. Ja. Wer soll eine neue Waffe kriegen? Dennis. Du bist nicht neutral! Das ist ein Test, oder? Gibt's eine neue Waffe für einen von euch? Ja. Dann kriegt ihr keine. Man darf ihn also echt nicht fragen bei nirgendswas. Guck mal, ich finde, wenn sie einer kriegen sollte, das ist Dennis, weil du siehst einfach schlampig aus. Du verdient keine neue Waffe. Was? Deswegen verdient sie eine neue Waffe. Nein, genau deswegen. Damit sie sich Kleidung kaufen kann. Nein, ne? Gut, du willst dir eh eine Kleidung kaufen. Okay. Wie machen das so? Ich will dieses Epic haben. Du nimmst dieses und ich nehme das nächste. Okay. Das ist ein Test von dir jetzt, oder? Nicht mehr vom Spiel. Bevor du das hier beenden willst mit dem Schuss? Na, vergiss es. Und? Sehr guter Epic? Holy shit. 56 Schaden plus 126 arktischer Schaden. Ist der Base Damage schon besser als von deinen Waffen? Ist nur 4 Base Damage drunter. Er fährt die 4 mehr Wutschaden, was auch immer bedeutet. Statt 300 Wutschaden 600. Du weißt. Dann freut es mich für dich. Ah. Setz deinen Wutschaden ein. Ich bin tot. Nutze ein Fläschchen, Kellogg. Komm schon, wirf. Oh, du machst arktischen Schaden. Skelettbogenschützen, die sind impossible zu töten, weil sie sind Skelette. Versuch das mal mit deinem Bogen. Oh, nice. Wir haben 625 Feinde getötet. Maximal Lebensenergie und Mana erhöht. Ja. Das ist der König. Der König. Scooby. Der hat ein super Festungsschild. Oh, schon tot. Alles gelebt. Alles gelebt. Mein Schild ist zerbrochen. Erinnert mich an die Superskelette von Baldur's Gate, die immer so einen riesen 200 plus 1 oder 2 hatten, die man nicht mit Magie töten kann. Das hat mich immer angekreuzt. Schütze. Der schießt echt, jetzt hätte er keine... Ah, wait a second. Okay, ich habe mein Schild verloren. Jimmy ist eins mit 75. Ich habe 300 Auflager, willst du das haben? Oh ja, das hier ist ein 200er. Nimm ich den. Ach Mädchen, du weißt ja, wie du was. Wir nutzen ganz schön viele Schilde ab, oder? Schau mal. Oh, Kiste.
ja auch totally safe, immer hier in irgendwelchen Gräbern Kisten zu öffnen. Da ist noch nie was passiert. Wie oft da schon Fallen waren, unglaublich. Ich dachte, ich habe mein Charge-Ding und mein Übel 2. Och je. Er ist nur alleine, kein Problem. Er ist halt nur super schnell und so ist das. Ich bin jetzt mal fertig. Wie dein Schild dich verlässt. Check das mal mit dem Schild ab, wie viel da übrig ist. 50 ist weniger als 75, das nehme ich. Du meinst, kriegst nicht schon wieder. Du verballerst die immer so schnell. Das stimmt. Wo ging's denn nochmal lang? Oh, ich hab Dinger gefunden, ja. Da lass ich mir auch eine zerstören, spontan. Nice, bin wieder voll. Halt ich mal Feuer. Na cool, das hat ja bis jetzt immer blendend funktioniert. Kommen wir da schon rein oder müssen wir das Ding jetzt benutzen? Ich nehme es, benutzen. Müssen die Blume benutzen, nice. Ah, guck mal, hier geht's rein. Na, ja, guck, ein Schall, da war da drin. Und Gold. Nehmen das Gold, das ist bestimmt ein Test. Oh, cool, oh, guck mal. Punkterang da. Freigeschaltet, 9 von 30. You guys. Aber, hallo. Wer kommt da? Hä? Jetzt habe ich nicht gelesen, was da stand für den Achievement. Ich will das Feuer haben. Hey, blöd. Cool, das Gitterfeld aber eben schon wunder. Oh, Katzen, das ist total schlecht. Das sagst du jedes Mal. Nicht auf das Ding treten, you guys. Super Encounter. Versuche Akku zu ziehen. Hat nicht geklappt. Ich versuche ihn zu kiten, bisschen. Ich habe sein Auge getroffen. Oh, cool. Ich kann ja nicht rüber über die Plattform. Ich bin irgendwann mit meinem Schild nicht. Nicht. Ja! Keine Ahnung mehr. Er ist so groß gewesen, er ist so groß und ja. Das macht mir Angst. Ich hatte eine Schwester, die sah so aus. Moment, das ist meine Schwester. Ich habe irgendeinen Exploit gefunden. Du hast ihn zermalmt. Oh, guck mal, ein Orb. Das ist das zweite? Hatten wir nicht schon drei von den Typen? Nein. Ganz sicher? Ja. Wir sind bei dem einen nur ziemlich lange gebraucht. War das nicht. Ach, bei dem ersten, da musst du mal allein schon 5 Dinger sammeln, um ihn überhaupt frei zu. Nee. Ja, 4 Dinger muss man da sammeln, so ruhen. Aber das war nicht das, wo da stand, 3 an der Zahl. Doch, das war das. Aber das ist doch nicht der erste Bruder gewesen. Doch. Von dieser. Nee, danach kam aber noch so eins, wo wir mit diesen Glocken da über die Schlucht gefahren sind. Da war aber nicht so ein Typ. Doch, das war genau so eins. Nur bei dem ersten kam nicht so ein Orb raus, glaube ich. Sondern nur so Apples. Egal, wir müssen das Let's Play irgendwann gemütlich nochmal angucken. Vielleicht können ja die Profis uns das dann kommen schreiben. Ich springe rein. Das geht, nice. Du springst immer auf mich, warum? Ich bin bei mir noch oben. Jetzt bin ich oben.
Schwieger! Die flüchten, oder was? Shrieker flüchten niemals. Eure Torheit. Guck mal, hier waren wir noch nicht. Oh, da ist was. Vielleicht Epics. Kannst sprinten? Und? Was ist das hier für eine überdimensionale Sackgasse? Ah, das kann ich sagen. Hier geht's lang. Ups, Goodie. Oh, hallo. Nee, ich werde echt. Ich kann meinen Flug immer nicht so gut kontrollieren. Okay, war doch nicht lange. War keine Sackgasse, war ein Kreisverkehr. Wegen der Unebenheit. Ging's hier oben lang? Ja, ne? Jo. Krass, haben wir so Sidequests hier gemacht. Und eine Sightseeing-Tour. Weißt du, dieses im Hintergrund macht's echt nicht besser. Wenn es nicht schon in der Realität von manchen Leuten gruselig genug wäre. Also, wenn ich die wäre, ne, da hätte ich bestimmt schon einen Punkt erreicht, wo ich gesagt hätte, Koja, lass du einfach umdrehen und nicht mehr drüber sprechen. Ist aber auch gruselig hier. Oh, hallo. Hallo. Das ist ein Zombie. Meinst du, ein Zombie? Oh Gott, er ist mir ausgewichen. Nein, ach, Shittiness. Er ist unzerstörbar. Ich komme. Nice, hier können wir umspielen. Heute gibt es eine Totenarie. Oh, ich komme. Die sehe ich immer. Oh, mein Wissen wurde gerade mal zum Glück aktualisiert. Ich war Wahrsager im Königreich Dalfe. Jetzt kommen nur noch Frauen, oder was? Meine haben es soweit nicht geschafft. Das Geschäft lief gut, doch eines Nachts hatte ich eine Vision. Der Tyrann von Kalamor verlor, verzweifelte und schloss einen Pakt mit den dunklen Mächten. Ich rannte zum Palast, wollte den König warnen, als der Tyrann und seine Dämonen angriffen. Bestimmt. Nice timing, bitch. Jetzt wenigstens tot, ne? Das magst du doch so. Er ist schon zerstörbar, wie sie ist doch ein. Oh. Nice Gold. Gold sehe ich immer gerne in diesen Tiefen. Pass auf, Fallen auf. Das sind sicherlich keine Fallen. Okay, kannst du nehmen? Ich bin voll. Sehr nice. Mehr Heilung. Ich habe jetzt einen dran. Aber sonst geht's dir gut, ne? Ja, danke der Nachfrage. Gehst du vor? Ich wurde vom Feuer ge. Ach, holy shit. Peinlich. Sieht aus wie eins der Fässer mit der Silber.